Oh yes, wir öffnen heute ein ganzes Display von Ghost from the Past, The Second Hand. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit einem neuen Opening. Wie versprochen, meine Freunde, habe ich euch ja gesagt, es werden weitere große Openings folgen. Und heute öffnen wir so ein ganzes Display. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang und öffnen das Ganze. Ich bin mega gespannt. Den einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Hier steht nicht deutsche Ausgabe, sondern English Edition. Und zwar habe ich mir das Ganze in englischer Sprache geholt, weil es für mich als Sammler viel mehr Sinn macht, die Boxen auf Englisch zu holen, weil wenn man sich die Preise auf Card Market anschaut, dann sieht man, dass für denselben Preis die englischen Karten deutlich, deutlich teurer sind. Und das macht dann natürlich rein von der Logik her mehr Sinn, dann sich die deutschen Produkte zu holen. Die englischen meine ich. Und wir haben hier insgesamt 5 Boxen mit jeweils 4 Boostern. Und ich würde sagen, ich öffne die und bin mal wieder echt schockiert, ne, was hier wieder Konami sich halt einfallen lassen. Und ja, also ich finde, nur für 4 Booster so viel Verpackungsmüll zu produzieren, ist echt schon traurig. Man sieht ja bei den Dragon Ball Karten mit den Premium Boxen, da sind auch jeweils nur 4 Booster drinne und das ist nur so eine kleine Box. Also man kann es auch besser machen und das finde ich halt natürlich ein bisschen schade. Ich würde das Ganze jetzt hier mal im Schnelldurchlauf für uns öffnen, dann wird das Video auch nicht so lang und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich auch wieder und wir fangen jetzt mit dem ersten Booster, mit der ersten Box von links nach rechts an. Ich bin mega gespannt. Wer mein letztes Open von Ghost from the Past gesehen hat, weiß, dass diese Boxen und Displays krass gönnen. Und ich bin mal gespannt. Ich meine zu glauben, dass bei den englischen Karten die Ghost Rare Karte in der Mitte ist und nicht so wie bei uns die letzte Karte. Deswegen bin ich mal gespannt. Sollten wir eine Ghost Rare Karte ziehen? Oh, was haben wir denn hier? Seht ihr das? Das ist mal wieder richtig Glück hier. Da hat sich die Folie nicht ganz so wie gewünscht gelöst. Aber das kriegen wir doch easy hin. So, ihr wollt gar nicht sehen, was hinter mir für ein riesen Müllberg hier an Karten ist, an Verpackungsmaterial. Also man würde fast schon meinen, dass ich hier wirklich ja, ein ganzes Case geöffnet habe. Das ist echt der Wahnsinn, was wir hier alles haben. Und wir sehen uns mal die Karten noch etwas genauer an. Wir haben hier Razor Mega Monarch. Das kommt mal hier zur linken Seite. Und ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr Ghost from the Past 2 findet. Habt ihr auch was schon von dem ein oder anderen Produkt geöffnet? Ich finde es natürlich mega nice. Es macht super Spaß zu öffnen. Die erste Box hat leider nicht gegönnt. Also mich würde es auf jeden Fall in den Kommentaren interessieren, wie ihr das Ganze so findet. Deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wir sehen mal, was dieses nächste Booster hat. Leider haben wir hier auch gar nichts Gutes bis jetzt gezogen. Das ist natürlich schade. Ich habe bis jetzt, was mir aufgefallen ist, auch gar kein Aluba gezogen. Das ist so die teuerste Non-Holo-Karte. Aber der sieht hier auch richtig nice aus. Auch dieser Effekt hier mal wieder richtig gut gemacht. Das hat Konami halt echt gut drauf. Ja, deswegen schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Habt ihr was geöffnet? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wir haben wieder leider nichts. Schade. Also nichts, was ich jetzt so richtig suche. Ich würde auf jeden Fall mich über eine Ghost Rare freuen, aber ich gehe davon nicht aus, weil es ist jetzt nur ein Display, welches ich random bei Card Market erworben habe. Aber ganz wichtig, ich habe natürlich darauf geachtet beim Bestellvorgang, dass die Person, das kann ich euch auch mit als Tipp auf den Weg geben, dass die Person, von der ihr auch was kaufen tut, dass die selber keine Einzelkarten und oh, da ist der Aluba. Sehr, sehr geile Karte.
Richtig nice und wir haben ihn schon gezogen. Das ist doch echt, darüber freue ich mich sehr. Ich glaube, die Karte liegt so bei zwischen 14 und 15 Euro. Das ist doch was ganz, ganz Feines. Da freut man sich nebenbei darum. Zum Ende hin werde ich die Karten auf jeden Fall noch sleeven. Macht euch da gar keine Sorgen. Aber wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Und zwar bei den Karten. Oh, das ist ja auch eine richtig krasse OG-Karte. Die kenne ich auch noch. Tolle Fusionskarte. Ja, was ich euch mit auf den Weg geben wollte, achtet darauf, wenn ihr solche Produkte kauft, dass die Händler oder privaten Verkäufer keine Einzelkarten zum Verkauf anbieten, weil dann könnt ihr meistens davon ausgehen, dass wenn ihr Produkte kauft, dass das meistens Produkte sind, wo dann schon die Ghost Rares gezogen worden sind aus dem Case. Und dann, wenn der Verkäufer halt Glück gehabt hat, ne, und schnell eine aus den ersten zwei Displays gezogen hat, dann machen ja die anderen wenig Sinn zu öffnen. Und ja, deswegen achtet darauf, dass da keine Einzelkarten verkauft werden. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Und ich würde sagen, wir schauen, was uns dieses Booster hier gönnt. Ein Shield Knight, nicht schlecht. Coole Karte, aber die ersten waren jetzt auch nicht so interessant. Wir haben nicht mehr viele Booster übrig, das geht leider relativ schnell. Ich finde aber cool, im Gegensatz zu den Dragon Ball Boostern lassen sich die Yu-Gi-Oh! Booster extremst leicht. Decode Talker Head Soul ist auch eine sehr, sehr starke Karte. Die ist, glaube ich, auch was wert. Die kommt mal hier auf der linken Seite. Den Rest tun wir mal wieder auf der rechten Seite. Und ja, wie gesagt, also da gibt es auch schon Unterschiede und ich finde das bei den Yu-Gi-Oh! Boostern echt relativ angenehm, diese dann zu öffnen. Und ja, abgesehen davon vom Verpackungsmüll, ja, haben wir halt trotzdem tolle Karten. Aber ihr habt ja gesehen, das dauert doch eine ganze Weile, bis man an die Karten rankommt und die ausgepackt hat. Ja, das ist so das Einzigste, was ich so krass an Konami bemängel. Aber naja, wir sind jetzt hier bei den letzten vier Boostern angelangt und ich würde sagen, wir fangen mal von rechts nach links an. Das geht doch ziemlich schnell hier mit dem Opening. Aber so will ich das. Ich mag es kurz und knackig. Ich möchte euch nicht unbedingt alles in Zeitlupe präsentieren oder es unnötig in die Länge ziehen. Ich finde, so ein kurzes, knackiges Opening kann man sich ja mal so zwischendurch gönnen, ne? Wenn man nichts zu tun hat, wenn man kurz Zeit hat. Wer kennt's nicht? Man ist kurz auf der Couch, chillt und dann schaut man sich Fortinizer an. Ne? Kristen. Halkief, Rex, ich kann die englischen Namen, die sind echt nicht so meins. Aber das ist auch eine schöne Karte, die kommt hier hin. Haben wir ein bisschen was gezogen, das freut mich sehr. Es macht halt mega Spaß, wie ich finde, dieses Set zu öffnen. Ich habe hier für ein Display, wenn das dem einen oder anderen interessiert, ungefähr 50 Euro bezahlt. Das geht voll fit, finde ich. Dafür, was man hier so ziehen kann. Finde ich auf jeden Fall eine ganz nice Sache. Finde ich nicht verkehrt, mal so just for fun, ne? Was von Yu-Gi-Oh! Zu öffnen. Gerade beim letzten Mal hatten wir ja so Glück und wir hatten da einfach eine Ghost Rare gezogen. Leider haben wir nichts Schönes gezogen, außer diese Dark Magician, The Dragon Knight Karte. Die kommt mir auch bekannt vor. Das ist auch ein Reprint. Das Set fällt mir gerade nicht ein, aber die kenne ich. Das ist auch auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Da freue ich mich sehr, die gezogen zu haben. Und die tue ich mal dann hier auf der linken Seite. Und ja, meine Freunde, das war schon mit dem Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und weitere werden folgen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut da rein, euer Fortinizer.